Ja, hier läuft's auch. Ja, klar läuft. Ja. Wir begrüßen euch. Achso, erstmal klatschen natürlich. Ja, natürlich. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Entschuldigung. Und ich habe noch nicht mal das Mikrofon an. Ach du, Gott, und wir haben Gott. Auch keine, weil wir sind in der Semperoper, wie man hinter uns ja leicht erkennen kann. Wir sind in Leipzig in der Semperoper, wo sie ja ist. Genau. Und oder ist es in Rostock? Ich weiß gar nicht genau. Jedenfalls sind wir in der Semperoper und... Lars macht wieder sein Mikro etwas nach unten, weil er ja die viel durchdringendere Stimme hat. Und bei mir... Axl Rose-mäßig. Was ein geiles Bild. Also wir sitzen tatsächlich, es ist mal wieder ein On-Tour, ein On-Tour-Podcast. Podcast. Wir sitzen in Bonn. Im Haus der Springmäuse. Genau. Und nehmen hier unseren Podcast auf. Genau. Und können wir, wenn wir es so thematisieren, dann können wir es auch, oder? Können wir es auch sagen, weil wir sind total verwirrt. Weil wir vom Ehrgeiz zerfressen sind, unsere Fans zufriedenzustellen. Genau. Haben wir gesagt, wir machen über unsere eigentliche... Es geht um die Sommerpause. Es geht um die Sommerpause. Wir machen sogar noch extra Podcasts in die Sommerpause hinein, dass ihr uns nicht so schlimm vermisst. Ja, genau. Deswegen herzlich willkommen hier zum Podcast Nummer 134. Friede, Freude, Eierkuchen. So heißt, präsentiert vom SWR3. Genau. Folgt uns auf den gängigen Plattformen, also folgt uns überall. Ja, genau. Also, Wahnsinn, wir sind unterwegs, wir waren jetzt, heute ist der Tag Nummer 3 in Bonn. Genau, vorher waren wir in Krefeld. Und davor in Essen, in der Zeche Karl. Essen, Zeche Karl. Also ich muss es einfach mal sagen, das war der atomare Wahnsinn. Es war wirklich cool, also es war wirklich der Kracher. Also gestern war es auch geil in Krefeld. Gestern war auch geil, auch beide Male mit stehenden Ovationen verabschiedet worden. Ja. Also das ist wirklich cool, das passiert ja auch nicht immer. Absolut. Was hast du einen Flugmodus vielleicht? Ich habe einen Flugmodus an, aber ich kann natürlich auch nochmal was anderes hier thematisieren, nämlich... noch mal ganz kurz aktuell, die Presse liebt uns ja langsam. Ja, ja, die Presse wir sind die Lieblinge des Feuilletons. Wir sind langsam die Lieblinge des Feuilletons. Man muss immer nur weitermachen. Ja, genau. Weitere dreckig, sexistisch, rüpelhaft. Okay, das ist eine Überschrift, aber trotzdem, eigentlich ist es gut, was da steht. So, was ist das hier? Lassen das Publikum fast im Sekundentakt aufschreien. Ja, also das macht das neben uns keiner. Das ist einfach so geil. Weitere Highlights folgen auf dem Fuß. Die Zaubershow mit den geistig beeinträchtigten Siegfried. Das bin stimmt ich. Ja nicht. Das Sig Roy. Das ist der Sig Roy. Weil deswegen, das Fried. Ist ja doch der Spaß dabei. Sig Roy und Fried. Ja, genau. Weil der Roy ja sick ist. Darum geht's. Ach Leute, genau. Muss man euch alles vorkaufen. Also es hakelt hier. Wir sind Lieblinge des Feuilletons. Mittlerweile. Und zu Recht. Wir haben es verdient, wir haben es uns verdient und unsere Fans haben es uns ermöglicht, indem sie immer wieder bei ihren örtlichen Zeitungen anfragen, schreibt doch mal was Cooles über Mundstuhl. Und ich habe, muss ich sagen, da müsste ich ins WLAN gehen. Schau, also ich habe halt, das Problem ist, ich hätte, wenn ich mobile Daten an hätte... Wenn du hier unten Empfang hast. Wenn ich hier unten Empfang habe, es kam eine Antwort, es kam über ChatGPT, also ChatGPT, wir hatten es ja thematisiert, dieser, hat einen Sketch für uns geschrieben. Jemand anders hat es initiiert, ne? Der hat jemand anders initiiert, leider habe ich hier unten halt gar keinen Empfang. Soll ich dir mal die WLAN-Zugangsdaten geben? Ach nee, ich gucke mal, vielleicht kriege ich es ja sogar so hin. Ich bin jetzt ein bisschen außer... Ich hab's. Ich hab's. Wollen wir es in verteilten Rollen vorlegen? Also dieser Sketch kam von ChatGPT. Ja? Da hat ja auch keiner dann irgendein Copyright. Nee. Ist ja unkommerziell. Ja, genau. So, also. Leider lässt sich der Bildschirm hier nicht drehen. Leute, ganz ist kurz, es ist ein bisschen... man kann ja so lesen. Ja, genau. So, du fängst an. Ich fange an. Achtung. Schreibe also die Aufgabe an ChatGPT. Wir hatten es ja vor ein paar Wochen thematisiert, dass die künstliche Intelligenz, wir erklären es nochmal ein bisschen, die künstliche Intelligenz kommt, bald haben wir alle Roboter und es gibt jetzt irgendwas, was halt nicht einfach nur wie Google irgendwelche Sachen durchsucht, sondern eben wirklich künstliche Intelligenz. Die Anfänge sind jetzt da und ChatGPT ist in einer Beta-Version, glaube ich, schon runterladbar und benutzbar jedenfalls. Und da kann man also wirklich richtige Fragen stellen und ChatGPT weiß einfach Sachen.
Und die schreiben dann ein Essay oder eine Doktorarbeit. Genau. Oder, und bald auch tatsächlich, also ChatGPT, wir sind ja jetzt die Anfänge. Das heißt, wir erleben gerade, wir haben ja schon die, ja, die, ich sag jetzt mal, digitale Revolution, die Anfänge. CD, kannst du dich erinnern? CD. Ja, was wir schon erlebt haben, waren die Anfänge davon, dass man zum Beispiel so Besuche, so Berufe wie Drucksetzer, Schriftsetzer. Gab's nicht mehr. Sind ja weggefallen irgendwann in den 90ern. Klar, das gab, ist einfach, braucht ja kein Mensch mehr. Computer hat das gemacht. Was jetzt als nächstes wegfällt, ist im Grunde ja, also die Hälfte aller kreativen Berufe. Denn ChatGPT macht natürlich in 3-4 Jahren macht ChatGPT sämtliche Sachen. Digitale, ja. Klar. Mach mir, also ChatGPT, mach mir das komplette Konzept für mein Straßencafé, inklusive Logo, ja, inklusive Karte. Ich möchte dies und das auf der Karte haben. Gestalte die bitte schön, ja, und mach, dass das so busy retro aussieht. Und dann kriegst du dann von ChatGPT. Es ist eigentlich ziemlich scheiße. Aber sie sind wirklich am Überlegen, ob sie das verbieten sollen. Sind sie das? Ja, sind wirklich? Sie wirklich, weil das ist, was immer wirklich ungeklärt ist, die Urheberschaft, was ja wirklich, ja, wichtig ist. Ja, klar, und am da Ende gibt, stecken die Russen dahin. Genau, oder Nordkorea. Und wollen dann Geld von Leuten. Ja, ja. Also, deswegen, also die diskutieren, ob es das nicht. Davon habe ich jetzt noch. Aber ich tatsächlich vor einer Woche oder so im Radio gehört. Ich kümmere mich auch jetzt nicht besonders drum. Ich finde es nur faszinierend, aber eigentlich in erster Linie ein bisschen beängstigend, weil ich glaube, dass schon wieder Menschen unnötig werden. Ja, Menschen werden, ja. So wie, ja, also am Ende, also und das Einzige, was ich weiß... Fordert die erste Gewerkschaft die 4-Tage-Woche. Da weiß, ja, wissen wir doch, wo es hingeht. Ja, genau. Wissen wir es doch. Ja, ja, richtig. Am Ende schafft keiner mehr was und nur, ja, ChatGPT macht, baut die Autos. Genau. Das und ist doch... So, und dann wie... Da, ja, so, das ist doch eine Katastrophe. Und dann gibt es nur noch Chevrolet Cruze am Ende. Ja, genau. Hashtag Werbung. Da kommen nur noch so von in Rumänien billigst vom Band, ja, zusammengeschustert. GPT heißt ja die Marke. Genau. Also muss man aufpassen, ist eine interessante Sache. Ich glaube, uns hat, auf der Bühne. So, genau. Ein Follower hat, ja, diese, wir haben ich das schon mal doch nur thematisiert. Ist mir, ich wollte dir auch nicht ins Wort fallen, aber ich wollte nur, dass wir nicht anfangen zu labern, sondern, ja, dass wir, ja, langsam mal zu dem Sketch kommen. Denn ein Follower von uns also, ich laber, hat, ja, nein, wir beide, wir sind doch dazu beide in der Lage, dann einfach, wovon wollten wir eigentlich nochmal? Jetzt nur, ja, nach 40 Minuten. Naja, gut, jetzt ist eh rum. Ja, stimmt. So sind wir ja gestrickt. Ja, das ist halt immer das Geilste eigentlich. Ja, eigentlich, ja, schon. So, und dann hat ein User, also kein User, sondern also ein User von ChatGPT, Vielleicht ist ganz gut, wenn zukünftig ChatGPT könnte doch im Grunde, wie lustig das wäre, wenn wir das komplette Programm, das nächste, erstmal von ChatGPT, der Name ist beschissen, liebe Macher von ChatGPT, hallo liebe ChatGPT, liebe Leute, liebe Programmentwickler in Nordkorea. Bitte nennt es um. ChatGPT. Das kann man kaum aussprechen, ja, wie beschissen klingt das. ChatGPT. Verspricht man sich die, ja, ganze, ja, Zeit. Das haben wir Jeopardy. Ja, wir haben übrigens gestern, ich will es ja nur mal kurz erwähnen, du hast ja recht mit dem vom Thema Abkommen, aber trotzdem. Ja, ja. Vor 8 Minuten angefangen trotzdem auszuholen mit ChatGPT. Ja, aber das ist doch das der Spannungspunkt. Ja, weiß ich doch, die Leute kauen sich die Fingernägel ab. Wir haben gestern The Voice Kids geschaut. The Voice, wie man richtig sagt. Also wenn man wirklich Englisch kann, dann The Voice. Und danach war ja noch, da war ja noch so eine, und dann haben wir geschaut, die Tabaluga Special Show. Ja, der Tabaluga. Also ich will es nur kurz dazu sagen, denn es gibt es, liebe Hoteliers, es gibt es selbst in Nordrhein-Westfalen, wo man nirgends mehr rauchen darf. Es gibt ja nur in Bayern und in NRW. Ja. Aber ich hatte gestern ein Raucherzimmer im Hotel, emanzipiert ich rauchen. Natürlich dann nach der Show, nach der Krefelder Show, dann auch noch zum anderen habe, auch wieder angefangen zu rauchen. Ja, ne, ja klar. Das ist ja auch ständig so, willst du nicht doch eine haben? Komm jetzt, ach jetzt Lars, sei doch nicht so aufgehört. Ja, bitte. Genau. Du weißt doch, es ist doch schwer genug. Ja, genau. Und nein, und da haben wir tatsächlich noch die Tabaluga-Show geguckt und haben mit ein paar Bier im Kopf uns wirklich diese Rolle des Tabalugas, der da auf dem Sofa saß. Stellt euch kurz die Situation vor und wir kommen zu ChatGPT zurück, das verspreche ich. Aber das ist eben die Kunst bei diesem Podcast, bei dem Mundstuhl-Podcast, obwohl er nicht vorbereitet ist, obwohl wir uns nie irgendwas vorher überlegen. Jetzt diesen Spannungsbogen und diesen roten Faden, diesen ChatGPT aufrecht zu erhalten, obwohl wir abschweifen in Anrechnung. Das und dann auch dann rechtzeitig und nicht um 38 Minuten. Genau.
Also wir kommen direkt zurück, dazu möchte ich jetzt noch kurz was sagen, denn ich habe ein wundervolles Kompliment gehört über unsere Podcasts. Ja. Wir beide fallen uns niemals ins Wort. Ja. Wir beide lassen uns aussprechen gegenseitig und dann kommt der andere. Ja, finde ich jetzt aber... Ja, finde ich jetzt aber, nicht aber so wenn okay, du so meinst jetzt. Jetzt ja, genau. Ich weiß ganz also genau, was du meinst. Das finde ich jetzt aber also nicht okay von dir. Ja, also da, ich wollte sagen. Was ich noch sagen aber wollte, es ist echt ein schönes Kompliment, dass es Leuten auffällt. Ja, finde ich cool. Finde ich auch. So, cool. Aber wir waren bei, weil wir gestern halt noch der Tabaluga geguckt haben. Genau, und wir mussten uns dann vorstellen, weil wir hatten dann schon 3 Bier getrunken und haben halt dann noch die Tabaluga-Show, was ja irgendwie auch zusammenpasst. Erstens haben wir uns gefragt, hat Peter Maffay ein Toupet, was jetzt nicht geklärt werden kann und ich behaupte das auch nicht. Nein. Behaupte das nicht, aber wir haben uns die Frage gestellt. Aber das tut jetzt auch gar nichts zur Sache. Nein, das hat mit es geht um diesen, um diese arme Wurst, der also für wahrscheinlich ein Fuffi, ist ja ein Studentenjob. Ist ein Studentenjob. Also irgendjemand, also auf dem Sofa saßen halt der Peter Maffay, der Johannes Oerding und noch so ein paar andere Deutsche Musiker. Also schon die Creme de la Creme der deutschen Musiker im Moment. Genau, also schon Champions League. Ja. Und halt der Tabaluga. Genau. Der Drache. Für Leute, die es nicht wissen, Tabaluga ist ja vom Peter Maffay zusammen mit Wolf Zukowski erfunden, der dieser Drache, der da irgendwelche Sachen erlebt, mehr weiß ich nicht. Ist eher so für Kinder. Von außen wurde ich hart wie Stein und doch hat man mich oft verletzt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann, wenn ich nichts mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich Zu spät. Das war mal busy, mal gezeigt. Weil wir sind nämlich auf Detail, wer kann nur veräppeln, was man ernst nimmt. Ja, und jetzt wissen wir auch, wer hier de Hut auf hat. Ja, und wer die zweiten Stimmen singt wie kein Zweiter. Wer nämlich das kann, sag ich mal. Und wer hat nur ein Auge, nur zwei Daumen und ist super im Bett? So, kommen wir zurück. Also, die haben halt da alle gesessen auf so einer, ja, wie nennt man das, in so einer Runde und gebabbelt. So wie bei Wetten, dass auf so einem Sofa. Haben halt da gebabbelt über den Tabaluga und so. Eigentlich haben wir es nur leise laufen lassen, weil wir haben uns auch unterhalten. Genau. Und halt Bier getrunken. Ja. Und das sind ja schon 3 Sachen. Ja, Männer sind ja kaum multitaskingfähig. Ja, wobei, also reden und Bier trinken geht gerade noch. Das würde ich nicht unbedingt als Multitasking. So. Ja, genau. Gerade so. Aber also, dritte dann auch noch aufzupassen, unmöglich. So, aber wir haben immer mal hingeschaut und irgendwann sind wir drauf gekommen, also was für eine arme Sau, der diesen Tabaluga, ich meine, du schwitzt dich ja tot kaputt in diesem Kostüm. Ja. Und dann muss der da so hocken zwischen den ganzen Deutschrockern oder was auch immer und muss natürlich auch so tun, als würde es ihn interessieren. Dabei hockt da ja da drunter irgendein 19-jähriger Student, dem das alles so dermaßen scheiße, so am Arsch vorbeigeht. Das was da nicht zu gendern in dem Fall. Was da der Maffay und der Oerding zusammen besprechen. Und der muss aber dann immer mit seinem langen Drachenkopf, mit seinem Tabaluga-Kopf, muss dann so tun und muss dann so nicken und auch so, also natürlich so völlig übertrieben, damit man es auch wahrnimmt, weil man hat ja keine Gesichtszüge, sondern ist halt nur so ein Kostüm, wo man schwitzt und da haben wir uns so reingesteigert gestern, was das wirklich der beschissenste Job ist. Und dann war ja auch, dann kam, ist noch dieser Schneemann aufgetreten, der ja noch gesungen hat und wo man also, das kam, war so glasklar, hat sich das Mikro vor die Maske gehalten, wo man weiß, wenn ich so noch hört, es hält nicht an, wie wenn ich so mache. Also es war halt Vollplayback. Ich glaube, das war der, war es nicht der Heinz Ach Mensch, ich bin da so schlecht, den ich kenne mich doch gar nicht aus. Ist mir doch alles Heinz so. Hönig, glaube ich. Heinz Hönig. Den mag ich aber eigentlich. Ja. Und der hat da Volde Hönig, sagt man. Ja, genau. Volde Hönig. Ja. Und der hat aber das mit dem Mikrofon sich das vor diesem Schneemannkopf gehalten. Gut, jetzt kommen wir wirklich ein bisschen ins Labern. Kommen wir zurück. Zu Bitte Namen ändern. Ja. Liebe Nordkoreaner, bitte den Namen von... Ändern Sie den Namen. Kim Jong-il. Bitte. 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 Tut uns den Gefallen.
Und stimmt es eigentlich, dass Kim Jong-il hat seinen Onkel irgendwie, hat er mit so einer Langstreckenrakete töten lassen? Der musste, hat echt so auf so einen, ja, der wurde so festgebunden und dann, damit es einen möglichst großen Eindruck hat, hat er dann so Rakete angeblich. Ich meine, ich war nicht dabei. Ich war, ja, aber sagen wir mal so, also gibt es einen ehrenhafteren Tod? Nein. Als angebunden von einer Langstreckenrakete. Ja, in zwei. Also da weiß ich gar nicht, was... Oder in tausend Fetzen. Was ist da besser? Auf der Bühne, wie der Dimebag? Auf jeden Fall. Also von jemanden, Pantera? Also für jemanden, der sein Geld auf der Bühne verdient hat, ist das, glaube ich, gut. Ich fände es jetzt auch relativ komisch, wenn ich auf einmal angebunden wäre irgendwo... Vom Kim Jong-il. Irgendjemand würde Langstreckenrakete auf mich abfeuern. Da würde ich mich kurz vorher noch wundern, würde ich sagen, hä, ist zwar geil, aber wie bin ich hier gelandet? Ja, ist aber geil. Ist aber also geil. Auf der Bühne würde ich mich ja nicht sofort fragen, wie bin ich denn hier gelandet? Das stimmt. Wir sind ja 3-4 Mal die Woche auf einer Bühne, also insofern... Das ist ja, wir verdienen ja so unser Geld. Das machen wir ja im Grunde schon, wenn ich so überlege, quasi... Schon lange auch. Schon ganz lange. Also schon ein paar Jahre. Also wir verdienen ja kein Geld mit unserem Podcast, nur dass ihr es mal wisst, das machen wir für lau. Ja. Ah, nein, wir wollten ja auch mal über unsere grauenhaftesten Auftritte berichten. Deswegen ja, können wir das ja auch gleich... Jetzt erstmal ChatGPT. Und wir kommen... 16 Minuten gebraucht, um... Wir kommen dazu. Umwege. Wir tragen jetzt den Sketch vor, den ChatGPT für uns braucht geschrieben. Irgendwas stehen hat auf übermittelt, der übermittelt übrigens vom Podcast-Hörer Sven. Und die Aufgabe an ChatGPT war, schreibe einen 3-Minuten-Sketch für das Comedy-Duo Mundstuhl. Und das macht dann ChatGPT, weiß dann, wer Mundstuhl ist und was die machen, analysiert vielleicht schnell so 2-3 Sketche. Und jetzt geht's los. Also der Titel ist Die Verwechslung. Die Verwechslung. Genau. Lars und Ander stehen auf der Bühne. Lars ist als Arzt verkleidet, während Ander als Patient in einem Krankenhausbett liegt. Das kann man jetzt nicht so gut hier vormachen, nein, aber stellt euch das einfach vor, wenn ihr jetzt auf YouTube das schaut, das, als wäre das so. Also ich bin der Arzt, ja? Guten Morgen, Herr Werner, wie geht es Ihnen heute? Ich kam, keuchte, so eine Regieanweisung. Mhm. Okay, es geht mir nicht gut, Herr Doktor. Ich habe so starke Schmerzen im Bauch. Verstehe, keine Sorge, wir werden uns das genauer ansehen. Lars beginnt... Ander zu untersuchen, während er verschiedene medizinische Geräte verwendet. Hm, das sieht nicht gut aus. Wir müssen eine Operation durchführen. Eine Operation? Entsetzt? Ja. Eine Operation? Aber ich bin doch nur wegen Bauchschmerzen hier. Keine Sorge, Herr Werner. Ich bin ein erfahrener Chirurg. Alles wird gut. Lars bereitet alles für die Operation vor und beginnt schließlich mit dem Eingriff. Ander schreit. Ah, das tut weh. Was ist denn los, Herr Werner? Spüren Sie Schmerzen? Ja, natürlich spüre ich Schmerzen. Sie führen doch gerade eine Operation durch. Lars, verwirrt, Operation? Ich dachte, Sie sind hier, um Ihre Zähne zu ziehen. Ander, verwirrt, was? Ich bin hier wegen meiner Bauchschmerzen. Lars, verwirrt, aber ich habe doch das Schild an der Tür gesehen, auf dem stand Zahnarztpraxis. Ich jetzt sauer? Ich glaube... Wir haben uns hier alle ziemlich verwechselt. Lars lacht. Ja, das sieht so aus. Ander lacht auch. Aber ich muss sagen, ich fühle mich schon viel besser. Lars lacht. Das ist doch das Wichtigste. Sie umarmen sich und verlassen gemeinsam die Bühne, während das Publikum applaudiert und lacht. Ende des Sketches. Also, das mit dem... Da muss man sich, um lachen zu können, tatsächlich, um bei dem Bild zu bleiben, einen gesunden Zahn ziehen. Ja. Oder sich einfach ein Bein amputieren. Dann kann man da vielleicht drüber lachen. Ich sehe auch, dass das applaudierende und lachende Publikum jetzt nicht so... Nein. Also, ihr seht's, ChatGPT braucht noch. Ja, also uns kann es noch nicht ersetzen. Auf keinen Fall. Und auf der Bühne wäre ja sowieso schwer. Warum? Was soll da auch 3 Minuten dran sein? Ja, was soll da 3 Minuten dran sein? Und das ist so... Also, was ich nicht bei der Sache verstehe, ChatGPT scheint gar keinen Humor zu haben. Nein, das glaube ich auch nicht. Denn es war ja wirklich nicht mal der Ansatz einer irgendwie gearteten Pointe. Nur halt, dass die Verwechslung zwischen Bauchschmerzen und Zahn... Das findest du zum Todlachen, oder super. Was? Ich finde es top. Ich finde es wirklich super. Ich finde es spitze und ich bin der Meinung, wir sollten heute im Haus der Springmaus diesen Sketch... Den können wir ja auch. Den können wir jetzt den eigentlich. Können wir jetzt. Ja, ich habe halt nur jetzt nicht so ein Arztkostüm, aber... Vielleicht bist du einfach so. Was soll vor allen Dingen... Wollen wir mal eine Flasche Wasser aufmachen? Ja, wir brauchen ja auch eine Flasche Wasser. Ja, natürlich. Wollen wir direkt vielleicht aus... Also Leute, ChatGPT, das Rätsel ist gelöst. ChatGPT kann in dem Bereich Comedy noch gar nichts.
Nein. Aber wie gesagt, diese künstliche Intelligenz, das wird noch ein Thema, gerade so im... Willst du Rodos Klassik? Ja, darf klar, ich ja klar. Nein, ich habe nichts gesagt. Klassik oder es gibt auch Apfelschorle? Am liebsten hätte ich irgendwie was... so Pures, Naturelles. Medium. Es gibt Naturell. Gibt's dann ja. Nehme ich Naturell, danke. Alles klar. Boah, pur born. Boah, es gibt ein Bier, was ich sehr gerne trinke. Ja. In den Stubbi-Flaschen mit. Ach. Stubbi mit Bügelverschluss. Geil. Stubbi mit Bügelverschluss. Ja. Achtung. Gestern hatten wir doch auch Bügelverschluss. Achtung. Wow. Da war aber auch nichts mehr. Das ist also feucht der Hasenfurz. Ja. Um es nochmal zu sagen. Und du hast ja unsere, du hast natürlich jetzt, also weil der andere hat jetzt mit einer Cola Light, also mit einer, die Marke nennen wir nicht. Nein, man kennt es ja auch nicht, wenn ich es nee. Zumal. Zum Wohl. Mhm. Dass wir uns noch in die Hosen machen, weil man vielleicht eine Marke erkennt. Oder wir sind echt Kinder aus den 80ern. Keine Schleichwerbung. Ja, aber ist doch so. Letztens musste der SWR, musste einmal das was piepen. Weil es zu oft gesagt hat. Mein supergeilen Saugroboter. Ne? Zu oft. Schmeckt, als wäre da schon Schnaps drin. Echt? Das ist ja geil. Ich werde gucken, dass ich mir dieses wundervolle Bier aus mit den Stubbi-Flaschen und dem Bügel, dass ich mir da eine Kiste mitnehme. Weil wir haben bei uns vertraglich festgelegt, eine Kiste Bier, eine Kiste Softdrinks ja. und das Catering. Also das ist Teil des Vertrages. Unseres, ja. Nicht, genau. Dass wir die immer trinken. Wir haben doch gesagt, lass uns mal über die grauenhaftesten, über die schlimmsten Auftritte unserer Karriere und damit natürlich auch vor Mundstuhl irgendwelche Sachen erzählen. Weil da haben wir noch uns neulich im Auto drüber unterhalten. Jetzt überlege ich nur, haben wir nicht vor einem Podcast, vor 4, 5 Podcasts sowieso schon mal nochmal doch, da haben wir doch die Marquis-Story in Hamburg, haben wir im Grunde erzählt. Noch das mal. Haben wir erzählt, aber wir haben auch die Cornetto Nuss und die Feuerzeuge und so erzählt bei Rock am Ring und Rock im Park. Ja. Aber es geht ja bei ja auch, und wir haben ja auch nur noch 18 Minuten. Ja. Fangen wir mit den Zahnärzten an. Die Zahnärzte, weil das ist für uns nach wie vor, das steht synonym für das absolute Versagen. Absolut, und auch ein bisschen, da haben wir gelernt, dass man einem Kunden, der, also für den, wenn man eine Gala spielt, ist es ja bei irgendeinem Ärztekongress oder für irgendwelche... Eine Firma oder... Irgendeine Firma hat ein Firmen-Event. Da wird immer sehr viel Geld bezahlt. Muss auch bezahlt werden, weil die auch... Macht ja gar keinen Spaß. Ist sie anstrengend, sagen wir mal so, ja. Manchmal macht es ja sogar Spaß. Ja. Also wir waren einmal im Rad da in... Ja, das stimmt. In der Apfelweinkneipe. Ja, Hashtag Werbung in Seckbach, glaube ich. Ja. Das war richtig geil. Da war eine große Finanzfirma und das war zum Beispiel richtig geil. Also man kann es nicht pauschal sagen, aber es ist manchmal ist es wirklich ein bisschen Schmerzensgeld, gerade wenn es dann 23 Uhr ist und alle sind bumsvoll. Und keiner hat, also die Zahnärzte Bums wollen halt irgendwie, keine Ahnung, wir hatten einen Sketch mit Zahnärzten und eigentlich wollten die nicht mehr. Und dann ist der Lars aber als Andi, ihr kennt ja einen Andi, als Andi auf die Bühne und die Leute haben gerade beim Essen und der Andi hat halt gerade erzählt, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wenn die Alte heimkommt und schwanger ist. Ja. Das, die kennt ihr vielleicht auch noch, muss man ja vielleicht auch jetzt nicht die Pointe zitieren. Sonst verraten wir ja die Pointe. Ja, das ist, genau. Also, nicht, also das Ganze war tatsächlich, meiner Meinung nach, war es im letzten Jahrtausend. Ja, natürlich. Wir sind gerade richtig durchgestartet und haben in Hessen und bundesweit ja dann mit Dragan und Alder so eine Art, die erste, so eine Art Single-Auskopplung gehabt. Dann, das ist ja in allen Radiosendern rauf und runter gespielt worden. Genau. Das, und da hatten wir ein Sketch, da ging es um irgendwie mit... Genau. Der hatte die Zähne oder ich werde Zahnarzt oder ich kann Chris. Es gab eine Sketch-Reihe, es wurde ja damals auf dem großen hessischen Radiosender auch alles ausgestrahlt und deswegen sind wir ja dann auch so schnell bekannt geworden. Oder mit deswegen, sage ich mal. Hat auch viel mit der Plattenfirma zu tun, bla bla bla. Jedenfalls hatten wir als Dragan und Alte diese Zahnarzt-Sketche, die immer abstruser wurden also natürlich hat einer sich selber mit Bohrmaschine die Loch rausgebohrt oder ich hab so. Mir alle und dann nur alle, ich verstehe dich kaum konkret, ich hab mit deinen Handgranaten alle Zähne rausgesprengt. Also nur so ein, also wirklich, da haben wir ja auch Masse produziert. Also muss man mal sagen. Keine das, Klasse mehr. Da wurde am Ende die letzten 20 Radiosketche, es ist ja eh schwierig, Radiocomedy auf Dauer auf einem hohen Niveau zu halten, aber da ist es eben auch so gewesen, dass wir dann einfach rausgehauen, komm, wir machen noch einen mit den Zahnärzten. So,
Dieser Zahnarztkongress, das Organisationskomitee, hat sich natürlich da auch totgelacht drüber, über diese Frage im Alter und wollte eigentlich nur das, haben wir gesagt, und wollte aber halt auch einen halb, wollten aber auch einen halbstündigen Auftritt. Ja. Haben wir gesagt, naja, Leute, können wir machen nicht. Ja gerne alles, was ihr wollt, aber die erstens, also diese eine halbe Stunde Dragan und Alter ist ja stinklangweilig. Also stell dich mal vor, irgendeiner würde tatsächlich in dies, so in so zwei Rollen von so zwei konkret Jungs tatsächlich versuchen, damit ein abendfüllendes Programm, ich meine, langweiliger geht's ja. Nee, das kann man nicht machen. Also anderthalb Stunden so Kanak-Comedy, so, das wäre ja wirklich lächerlich. Also das, die, allein die Idee. Die Idee, also, dass man damit langfristig das, irgendwie, kurzfristig kann man da vielleicht ein bisschen erfolgreich sein. Aber da musst du ja auf die Langfristigkeit gehen und das wird ja natürlich nicht funktionieren. Nee, vielleicht kannst du sogar einen Kinofilm kriegst du vielleicht. Weiß ich nicht, also ja, aber das könnte ich mir vorstellen. Dass vielleicht, ja, aber möglicherweise ist es so, dass wir deswegen, nicht möglicherweise, wir haben deswegen ja von Anfang an gesagt, klar, alle lieben Dragan und Alde, überall in der Bundesregierung, Bundesrepublik wird es gespielt und in der Bundesregierung, also so. Aber wir haben halt noch ganz viele andere Sachen. Wir sind noch hier der Andi, wir sind Lars und Andi natürlich. Jetzt sind wir dann noch Peggy und Sandy. Wir waren damals Jesus und Andi waren wir damals und Andi, noch. Genau, so. Also viele, viele verschiedene Säulen, auf denen der Act Mundstuhl ruht. Und Grunde. Das wollten wir eben bei den Zahnärzten auch dann zeigen, weil wir sollten da auch eine halbe Stunde auftreten, ja. Und da habe ich halt einen Andi gemacht und die waren gerade am Essen und hatten halt, niemand kannte den Andi. Das war ein Jahr, nachdem wir rausgekommen sind oder was. Niemand hat das. Also wir fanden da Andi immer spitze, direkt. Ja, und wir haben auch uns auf die Hinterfüße gestellt, haben gesagt, nee, wir sind Mundstuhl, wir ziehen das jetzt hier durch. Wir ziehen das hier jetzt durch. Was natürlich Quatsch ist bei so einem Ärztekongress. Und es war wirklich, es war ein ganz, ganz schlimmer Auftritt. Es war ganz furchtbar. Ihr müsst es euch so vorstellen, ich stehe da, mache da Andi, brüll da die armen Zahnärzte, die beim Essen sind, also an und erzähle irgendwas von meiner ultrafetten Alten. Ja. Also nicht ich, sondern der Andi. Ich würde ja so nie reden wie der Andi, das wisst ihr ja. Also nicht den... Nicht den Künstler mit der Rolle verwechseln. Nein. Das ist ja ganz wichtig. Also ich habe, und der war wirklich schlimm, der Auftritt. Ich hatte persönlich, mein persönliches Waterloo war, das muss gewesen sein, 89. Also die Grenzen waren gerade offen. Ich weiß nicht, es gab, also für nach links und rechts, also ich habe mit einer damaligen Band im Osten gespielt, in Waltershausen und in Bad Salzungen, glaube ich. Das ist dabei, wo Opel, Entschuldigung, wo so eine Fahrrad, Automarke, Hashtag Werbung, ich habe es ja gesagt, aber wir schneiden ja nichts und ja, also vielleicht ein bisschen Piep drüber, egal. Also ich meine, also Opel ist ein Auto, das kann man schon mal, das kann man erwähnen. Man darf sagen, dass die bei Eisenach im Grunde, ja, bei genau. Eisenach, da sind die beiden Gigs gewesen. Und da haben wir die Show gespielt und ich habe irgendwie gesoffen. Mit No Mercy. No Mercy, also No Mercy war eine Coverband. War eine Coverband, klar, wie man halt so anfängt. Top 40. Ja. Top 40 Covers, genau, Rockclass. Und du Cover. 21. Und ich, vielleicht. Nein, 89 war ich 20. 20, also wirklich jung. Ist blutjung, muss man sagen. Und da kam ich dann, also ich habe irgendwie gesoffen mit, also gezecht mit irgendwelchen Ossis halt, Spaß gehabt. Und dann wollte ich in mein Bett und da lag da ein Typ, der einfach so mitgefahren ist. Also ich kannte den natürlich, aber der ist so mitgekommen. Und dann habe ich da nachts um drei rumgeplatt und habe gesagt, ich habe gesagt, wegen mir sind wir hier. Was willst denn du in mein Bett? Hat er mit seiner Alten da rumgelegen, rumgemacht? Ja. Wollte ich mich auch nicht mehr rein. Habe ich mich ins Auto gelegt, musst du dir mal vorstellen, als Künstler. Ja. Das war mein Fest. Nie wieder kommt das. Ja. Also das war für mich auch sehr schlimm. Also für mich als, für mein Ego. Es gab, ich mache weiter, wir können ja einfach abwechseln. Es macht ja auch echt Spaß, mal so in Erinnerung zu schwelgen. Ganz schlimm war bei mir auch die Phase, als es dann mit meiner im Grunde erfolgreichsten Band, The Automatic, wir haben echt, das war wirklich eine geile Band, wir haben geile Musik gemacht, geile Songs, kann man, sage ich, heute gibt es heute noch im Netz, guckt es euch mal an, Automatic, den der langhaarige Lars. Wir haben den Deutschen Rockpreis gewonnen, auch 1994. Und danach hatten wir auch einen Plattenvertrag und eine Platte. Und es war bei der Bellafon. Gibt es nicht mehr, das kann man sagen, glaube ich. Bellafon. Und naja, und danach sind wir halt zu so einer kleinen Klitsche-Plattenfirma. Das war dann wirklich einfach nur noch die größte Scheiße. Mit drei Buchstaben, ne? Ist ja egal, kennt man wirklich nicht. Nee, kennt man nicht. Aber da seid ihr schön abgezogen. Ja. Ich war ja dabei. Also da haben wir ja schon Mundstuhl gemacht. War ganz so ein Vertrag, den er eigentlich niemals unterschreiben sollte. So, und dann blieb eben der Erfolg aus. Also ich meine, es war wirklich, wir sind wirklich gut in die Startlöcher und auch gut aus den Startlöchern rausgekommen. Und der Metal Hammer hat sich überschlagen mit einer Kritik. Da waren wir wirklich, also da haben wir 5 von 6 und das ist die neue
Der war ja auch geil. Das ist eine geile Kombo gewesen. Der Becks getrommelt bei euch. Das war also das ist eine echt tighte Kombo. Vierten Quartett. Sänger, Bass, Schlagzeug, Gitarre. Genau. Fertig. Geile Band, aber nicht funktioniert. Mhm. Und da muss ich sagen, da hatten wir dann so in der Endphase, als es dann wirklich darum ging, ja, wir wollten ja auch damit irgendwie Geld verdienen. Und dann haben wir dann wirklich die Nummer durchgezogen mit so auf einmal dann auch irgendwelche Songs nachgesungen und dann unplugged in so Irish Pubs. Aber nur du und der Gitarrist, nee, oder die ganze Kombo dann? Also mit dem Cajon dann? Ja, also ein Kram, ob so Bongo oder ganz kleines Set, weiß ich nicht mehr. Also irgendein ganz kleines Ding, akustische Gitarre, akustischer Bass und ich da auch mit so einer Rassel und auf so Barhockern und dann halt so Songs auch gesungen, damit da... Ja, genau, also so Sympathy for the Devil. Wo ich halt auch einen Text nicht konnte. Also ich meine, ich lerne ja nicht und dann singt man halt so wie, man es kennt von irgendwelchen alles inklusive Hotels oder irgendwelche Robinson-Clubs, wo die ganzen Animateure den ganzen Tag müssen so Aquajogging machen oder müssen noch die Skilehrer sein und dann müssen sie nachts noch ihren Mann stehen. Abendessen, genau, und die feiern ja dann auch, aber sollen halt auch noch abends in so einem Musical mitspielen. Und, oder einfach in einer Abendband und da weiß man ja auch, die singen ja keinen Text, die singen ja, und so habe ich das dann halt auch gemacht. Lautmalerisch. Truth myself. Gut, das weiß man ja jetzt sogar das auch. Das weiß man. Well then face. Woohoo. Come around from a long, long years. Woohoo. So many men sold to waste. Also nur so eine Scheiße gesungen. Ja. Haben wir I've been around. Ja. Und das ist alle Kacke waren so wahrscheinlich. Wie viele Gigs habt ihr da gesehen? Das war ziemlich erniedrigend. Nein, nicht viel. Ich halte sowas ja schlecht aus. Ja, das kann man dann nicht selbst, mit zwei. Also selbst, ein bisschen selbst, wie die Autokinos bei uns. Selbst mit Mitte 20, genau. Selbst mit Mitte 20 hält man sowas nicht gut aus, wenn man auch so einen anderen Anspruch hat. Ja. So, hey, wir haben vor anderthalb Jahren einen deutschen Rockpreis gewonnen. Wir starten jetzt durch und da hockst du da im Irish Pub Gießen. Ja, und vor 20 Leuten. Ach, 20 doch nicht. Ja, nur so, also nicht wegen dir, halt 20 Leute. 20 normale Gäste, die sind Scheiß interessiert, was du... Ein Scheiß ist interessiert und die busy genervt sind auch von dem Rumgejaule da. Ja, ja. Ja, und dann, okay. Und meinst du ja auch gesungen, ist ja auch noch schlecht gesungen dazu. Ich bin gut drauf, was jetzt kommt. Das ist so eine Setlist vor... Hey, und jetzt kommt der... hang on, Sloopy, okay. Sloopy was a man. The turn went around. Hey, Hauptsache, das war dann gemacht. Ja. Sloopy, hang on. Ja, Sloopy. Ja, ist ja, hang on, Sloopy. Genau. Und, aber haben wir, weil wir ja gerade vorgestern in Essen gespielt haben, von unserem wirklich, also wo wir hätten fahren sollen, haben wir von dem Gig erzählt, wo wir da in dieser komischen, in diesem Biergarten gespielt haben? Vielleicht haben wir erzählt, das ist natürlich sehr frisch. Also sowas gab es ja schon lange nicht mehr. Letztes Jahr war das. Können wir vielleicht sogar nochmal erzählen? Fangen wir einfach. Also wir haben ein Angebot gekriegt, da ging es irgendwie, keine Ahnung, jetzt so ein ganz normal, halt Garantie spielte und dann geht er dahin und ist natürlich alles vom Feinsten, alles super im Biergarten. Open Air. Open Air, kein Problem, kann man ja machen. Natürlich, klar. Ja, da stand halt eine HiFi-Anlage. Ja, also keine Monitore? Nein. Eine HiFi-Anlage, um uns zu verstärken und die Bühne war, also ich lüge jetzt nicht, war 3x2 Meter. 6 Quadratmeter, ja. 3x2, also... Wir haben ja eine Technikanforderung, also wir haben einen Technik-Rider, das muss erfüllt sein und dann können wir halt auftreten. Also ansonsten geht es halt einfach nicht. Es sind zwei Seiten, wo drauf steht, was da stehen muss, wenn damit wir da spielen kommen. Können. Und zwar aufgebaut. Und das ist Teil des Vertrages und wenn das nicht vorhanden ist, können wir eigentlich heimfahren. Und wir bereuen es bis heute, dass wir das nicht einfach gemacht haben, sondern weil wir so nett und so sind. Fanorientiert. Und die Leute sind doch jetzt auch wegen uns gekommen. Die können wir doch nicht heimfahren lassen. Wir haben ja auch keinen Tourmanager dabei. Andere haben einen Tourmanager. Wir sind ja eh. Der sagt, sag mal, habt ihr so einen alle? Tourmanager, den hatten wir auch mal, haben wir dann als unnötig befunden, kostet eigentlich alles nur Geld. So, und Tourmanager geht dann dahin, tritt die ganze Bühne zusammen, packt die Künstler wieder ins Auto, fährt weg. Genau. Das macht ein Tourmanager. Ja, also und, in so einem. Und schreit noch, ihr Wichser, ihr habt wohl einen Arsch offen. Ja, genau. Und dann, meine Künstler treten hier nicht auf. Dann fährt man einfach weg. Nimmt noch das Hotel in Anspruch, was da gebucht wurde und dann trinkt man noch die Minibar leer. So, das macht man, wenn man einen Tourmanager hat. Genau. Wir
Ach, weil der, dann hat er, das geht doch, dann macht halt eine Stunde reicht. Ja, da haben wir dann ein halbes Programm abgezogen. Oh. Wie mein Vater immer gesagt hat, in Gefahr und Not bringt der Mittelweg den Tod. Es bringt nicht, sowas durchzuziehen. Absolut. Da muss man Nägel mit Köpfen machen und sagen, Arschlecken, das war's jetzt. Wir hätten einfach fahren sollen. Ja. Wir hätten einfach nach Hause fahren sollen, keine Ahnung, aber ach, und dann tut einem das irgendwie so leid und da hat man es halt natürlich durchgezogen, aber da habe ich mich geschämt. Das war aber auch eine blöde Zwickmühlensituation. Wenn wir nicht gespielt hätten, wären heimgefahren, hätten wir auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Es war so ein bisschen das. Ich bin mir sicher, dass wir hätten fahren sollen. Natürlich, heute weiß ich das auch. Das ist eine Situation, auf die warten wir eigentlich ja schon seit 20 Jahren, dass man irgendwo hinkommt. Und die Bedingungen, also bei uns, das ist ja immer hochprofessionell. Wir kommen irgendwo hin, unser Techniker baut dann alles auf, was übrigens jetzt gerade in diesem Moment übrigens passiert. Also oben wird gerade die Bühne aufgebaut und der Soundcheck. In 5 Minuten machen wir den Soundcheck und dann, es sind ja auch 35 Minuten sind schon rum. Doch, natürlich. Und dann machen wir den Soundcheck oben so. Das läuft ja immer an die Veranstalter und unsere Theater und die Häuser, wo wir sind, die wissen ja mittlerweile auch genau, okay, Mundstuhl, die brauchen 4 Monitore, die brauchen das, die brauchen dieses Licht, die brauchen dieses Mischpult, brauchen voll, bla bla bla, ich kenne mich ja gar nicht richtig aus. Jedenfalls wird da ja der Technik-Rider einfach beachtet und befolgt in 90% aller Fälle. Und aber in diesem Fall, in diesem Open Air Biergarten Open Air, also da war nicht eine einzige Sache, und deswegen unser Catering war nicht da. Es war gar nichts da im Grunde. Und wir waren dann auch so scheiße drauf. Ich meine, wir haben da ja Übernachtung oder Hotel gehabt irgendwie. Einfach eingefahren. Einfach um 9 die Sachen ins Auto geschmissen und im Endeffekt haben wir ja gesagt, fickt euch und fickt euch alle. Genau. Und sind halt nach Hause gefahren dann. Also aber haben erst den Auftritt gemacht und das war auch schlimm. Ja, fand ich auch. Und also natürlich, klar, also ich meine, wir haben ja von Rock am Ring und Rock im Park schon erzählt, gut gesprochen von mir. Ich habe kaum, habe ich mich ein bisschen gehangen. Aber es gibt halt auch geile, also Gott sei Dank gibt es nur so wenig schlechte Gigs. Oder man verdrängt sie auch. Also mit Mundstuhl gibt es ja fast nie schlechte Gigs. Also mir fällt jetzt der an, den wir gerade erwähnt haben. Dann natürlich in Konstanz, kannst du dich erinnern, oder in Friedrichshafen. Da waren wir, sollten wir so ein Promenadenkonzert spielen. Also Last Night of the Proms. Das sind Abonnentenkunden. Die kaufen fürs ganze Jahr Tickets. In die können Theater, sich dann Friedrichshafen. Können sich dann irgendwie 10 Veranstaltungen aussuchen oder was. Ja, und das war eine der letzten Veranstaltungen. Da haben die Leute gedacht, halt nämlich an, ach, wir haben ja noch ein Ticket, gehen wir uns die halt angucken, bevor das Ticket verfällt. Und die waren komplett falsch bei uns. Die waren alle Ü70. Und ich sehe da nur wirklich so richtig. Und das war ja vor 15 Jahren. Ja, da waren wir ja noch jung. Und da war wirklich... Also die Leute waren so alt und die haben halt gar nicht gelacht. Und gar nichts gerafft. Die haben gar nicht gerafft, was wir da machen. Ja, die haben das, glaube ich, wirklich nicht verstanden. Die haben es nicht gepeilt. Also weil das einfach für die überhaupt nicht, die wussten ja auch nicht, worauf sie sich einlassen. Dann kann so ein Abend kann dann schon zäh werden. Ja, also wenn das auf völlig unfruchtbaren Boden fällt, was man da macht. Und man reißt sich ja trotzdem einen Arsch auf. Im Gegensatz zu allem, was jetzt gerade passiert. So phänomenal. Unsere gestern stehen verabschiedet also waren, vorgestern. So geil. Super. Also geil. Es macht halt auch Spaß. Ich habe auch den Eindruck, also das Programm geht auch für mich so wahnsinnig schnell rum. Also das ist echt irre. Da passiert so viel, da gibt es gar keine Längen. Nee. Und ich sage dann manchmal, was, und jetzt ist gleich schon wieder so rum. So wie beim Podcast. Ja. Wenn's, also so wie jetzt. Jetzt kommt mir ja vor, als wären noch keine 10 Minuten rum. Ja, genau. Ja. Also wirklich, das ist wirklich... Warum heißt der Podcast eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen? Und nur, was haben wir uns gestern so überlegt? Gestern haben wir uns das so überlegt und dann haben wir einen Gedanken weniger, den wir heute verschwenden. Ja, genau. Weil alles so friedlich ist. Ja, und wir haben uns ja auch überlegt, wir wollen ein bisschen dazu übergehen, dass die Podcast-Titel möglichst, also total schwachsinnig sind. Ja. Also auch, wir haben ein paar Sachen aufgeschrieben. Können auch nennen, die Glöckner von Rotterdam, können wir es auch nennen. Ja. Haben wir das wenigstens mal. Ja. Das haben wir erzählt. Ne, der Maffei trägt ein Toupet, haben wir uns gestern totgelassen. Das stimmt. Aber da macht man sich, glaube ich, auch jemanden... Ich bin ja großer Fan von Maffei. Ich bin auch Fan, das ernsthaft ist ja Spaß. Ja, na klar. Aber ich will mir es mit dem Peter auch wirklich nicht verscherzen, weil ich würde wirklich... Vielleicht, Peter, Herr Maffay, vielleicht hören Sie es. Ja. Wir würden gerne mal eine zweite oder dritte Stimme bei einer Studioproduktion mitsingen.
Auch das geht ohne Geld. Ja. Das könnte man. Ja. Das würde ich auch ohne Geld machen. Bei Maffay mit hinten bei drauf zu stehen. Auf einer Maffay-CD, ja, das stimmt. Das wäre wirklich geil. Also ich vielleicht hört das ja, lieber Herr Maffay. Also wir möchten Background bei Ihnen machen. Genau. Jetzt nicht, das ist eine ganze Tour. Das können wir, also da müssten wir dann doch was für kriegen. Ja. Und das, ja, mindestens genauso viel, wie man mit Mundstuhl verdient. Ja, das kann also man ja 200-300 Euro am Abend. Ja, kann so. Man ja ausrechnen. Ja, ja dann machen wir dann, da einigen wir uns schon. Genau. Und ja, dann stehen wir da und machen ein bisschen den Background. Wäre ich voll dabei. Also ohne Mist, also der Maffay ist für mich echt eine Ikone. Ja. Und ich finde es auch geil, dass er bei The Voice mitgemacht hat. Ja, das stimmt. Das war wirklich, das hat die Sendung ausgewählt. War eine Bereicherung der Sendung. Ja, also war's. Also fand ich. Absolut. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei 39,51. Wir müssen Feierabend machen. Wahnsinn, wir müssen Feierabend machen. Leute, der Mai ist gekommen. Viel Spaß noch im Rest Mai und wir hören uns noch einmal nächste Woche. Das kann man ja auch schon sagen. Wir hören uns noch einmal dann nächste Woche. Wir hatten es ja bereits angekündigt, dass jetzt unsere Sommerpause geht jetzt bald los. Nämlich nächste Woche, nächsten Sonntag kommt noch ein Podcast und dann sind wir erstmal, ich glaube, 4 Wochen in Sommerpause und dann kommen ja die Summer Specials. Yeah. So, jetzt habe ich das nochmal ausgemacht. Macht's gut. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.